einem schönen Märchenwalde lebten einst arme Köder. Sie mühten sich sehr um ihren Wald und den Erhalt seiner Schönheit. Er gab ihnen Heimat und das tägliche Brot. Doch vom Schloss her sahen gierige Blicke schon alle Bäume gefällt und zu Gold gemacht. Sie sahen nicht das Gold der Sonne auf den schneeverhangenen Tannen und kannten nicht jenes schöne Mädchen rätselhafter Herkunft, das dem Grafen diente und den Köhlern half. Was ist los mit euch? Raus mit der Sprache! Oh, das ist irgendwie blöd. Und außerdem langweilig. Schluss jetzt und hört mir zu. In ein paar Stunden müssen wir nämlich vor dem Prinzen auftreten. Warum müssen wir denn da hingehen? Na, wegen des Festes. Weswegen denn sonst? Wie oft muss ich das eigentlich... Ella, unsere Ella kommt! Oh, Ella, 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 hallo, schön, dass du da bist. Hallo, Kinder. Ja, wirklich schön. Großvater! Lieber, lieber Großvater! Und, wie geht es voran? Oh, gut, sehr gut. Es ist schrecklich und furchtbar langweilig. Führt es mir doch erstmal vor. Ich verstehe nicht, warum wir überhaupt zu dem Fest im Palast gehen müssen, wo der Prinz den Wald auch verkaufen will. Was? Das ist doch bloß ein Gerücht, Liesel. Was für ein Gerücht? Der Prinz soll den Wald an einen reichen Baron verkaufen. Das ist doch Unsinn. Aber natürlich ist das Unsinn. Der Prinz würde sowas niemals tun. Woher willst du das wissen? Ich fühle es einfach. Wie wär's, wenn ihr mir die Schritte mal zeigt? Sofort. Jeder geht auf seinen Platz. Na, dann los. Was sagst du? Naja. Es ist langweilig. Also gut, Kinder, hört erst mal auf. Wirst du uns helfen, Ella? Du hast hier das Sagen. Das einzig Wichtige ist eine gute Vorführung beim Fest des Prinzen. Alle sehen auf uns runter, weil wir nur arme Köhler sind. Wir wollen ihnen beweisen, dass wir nicht schlechter als andere sind und was können. Ja! Also schön. Versucht es so. Wir können sie uns nicht leisten, das weißt du doch. Alle anderen werden aber welche haben. Nur wir nicht. Wir werden ganz schön blöd aussehen. Na, wenn wir kein Geld haben.
Ihr braucht doch kein Geld. Wie meinst du das denn, Ella? Wir haben den königlichen Wald. Das meint Ella. Er gibt uns Nahrung und Wasser, gibt uns Schutz und Arbeit. Er bietet uns alles, was wir wollen, wenn wir nur klug genug sind, es zu nutzen. Wir könnten uns Kleider aus Blättern machen. Und wir könnten uns Blumen ins Haar stecken. Du, ja, ich aber nicht. Kinder, ich habe da eine Idee. Na, wie gefällt euch das? Gut, ja! Seine Lieblingsfarbe? Rot. Blau? Sein Lieblingsraum im Palast? Der Thronsaal. Aber nein, sein Dicht- und Leseraum. Sein Lieblingsessen? Taubenpastete. Taubenpastete. Ein Prinz isst niemals Taubenpastete. Wachteln in Aspik, du Strohkopf. Aber gut. Und was ist sein Lieblingswein? Holunderwein. Mein Gott, Burgunder. Psst. Wie oft muss ich dir das denn noch sagen, Katja? Es ist hoffnungslos mit dir. Das ist doch sowieso nur Zeitverschwendung. Ich bin seit seiner Krönung täglich am Hof gewesen, aber er hat mich weder angesehen noch mit mir gesprochen. Kannst du mir sagen, warum er ausgerechnet mich heiraten soll? Hörst du irgendwann mal zu, wenn ich dir was sage? Tja, weißt du, ich versuch's ja, aber es geht zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Tja, ist wohl wahr. Da ist ja auch nicht allzu viel dazwischen, um es aufzuhalten, stimmt's, Schwesterherz? Also, zum letzten Mal. Das Heiratsgesetz schreibt ganz klar vor, dass ein regierender Prinz das Recht auf den Thron verwirkt hat, wenn er mit 31 noch nicht verheiratet ist. Der Prinz wird 31 in genau einem Monat. Er muss also heiraten. Warum sollte er mich heiraten? Weil du eine Tochter aus edlem Hause bist. Und weil alle anderen in Frage kommenden Mädchen bereits verheiratet sind. Und weil der liebe Kanzler und ich es so arrangieren werden. Du hast nichts weiter zu tun, als für den Prinzen zu tanzen. Nadja, Katja! Guten Tag, Vater. Habt ihr Ella gesehen? Nein, das haben wir nicht. Eigentlich müsste sie längst da sein, um Katjas Frisur zu machen. Ich gab ihr den Vormittag frei, aber sie sollte inzwischen wieder hier sein. Einen freien Vormittag. Wirklich, Vater, ihr seid grenzenlos großzügig, muss ich sagen. In einigen Fällen, ja. Es war doch alles ganz anders, als unsere liebe arme Mutter noch lebte. Wirklich, es war ganz anders. Bei ihr verließ keiner der Bediensteten seinen Platz. Was du nicht sagst. Keiner von ihnen hielt länger als eine Woche aus. Ah, diese schreckliche Tiere! Kommst du später, Graf? Jetzt beweg dich sofort hierher. Nein, nein, meine Liebe. Es ist nur so, dass du für gewöhnlich etwas früher antriffst. Komm jetzt. Und wer frisiert mein Haar? Das kann Katja machen. Wir gehen, Ella. Was sagst du dazu? Zahme Vögel träumen singend von der Freiheit. Wilde Vögel jedoch in die Höhe fliehen. Aber sie sind nicht einfach so zu kriegen. Lieben sie doch nur, was sie frei und auch offenen Augs entscheiden. Ziemlich gut. Wer ist der Dichter? Der Prinz. Ach. Ihr mögt wohl den Prinzen nicht. Oh, doch, mein Kind, er soll ein sehr empfindsamer Mann sein. Aber mir ist er zu verträumt. Genau wie früher sein Vater. Ich dachte, dass ich mit dem neuen Herrscher einiges ändern würde. Aber nein. Der Prinz lebt in einer Traumwelt. Aber die Schlange von Kanzler regiert in Wirklichkeit noch immer das Land. Oder treibt es eher in den Ruin. Der Kanzler hasst euch, nicht wahr? Wie die Pest. Und wieso? Oh, das ist eine lange Geschichte. Aber eine gute, hoffe ich. Sie hat jedenfalls eine Moral. Ich fand Beweise, schriftliche Beweise, dass der Kanzler in seine Tasche gewirtschaftet hat. Ich bin zum alten König gegangen. Euer Gnade, sagte ich, Sie haben einen Dieb als Kanzler. Ich hätte es wissen müssen. Der König tat überhaupt nichts und der Kanzler erfuhr die ganze Sache. Und was ist die Moral? Man hütet sich vor einem träumenden Prinzen.
Zeiten wir hält uns nicht Mauern noch Zeit. Verehrtester Herr Kanzler, ich habe euch doch alles verraten. Wo bleibt mein Lohn? Herr Oberst Kraftstein, ich glaube, ein Stück Abfall verunziert die königliche Terrasse. Lasst es bitte entfernen. Aber sofort, Herr Kanzler. Wachen? Aber, hoher Herr, Sie hatten es versprochen. Das ist unmöglich. Ich mache nie Versprechen, die ich nicht halten will. Deswegen mache ich überhaupt niemals Versprechen. Schafft ihn weg. Ich bitte euch, hoher Herr. Ich war Ihr bester Kundschafter. Ich flehe euch an, verehrter hoher Herr. Denkt doch einmal darüber nach. Ich flehe euch an. Eine 1.000.000 Gulden, Hoheit. Ich habe es euch doch gesagt. Jetzt geht schon und lasst mich die Sache erledigen. 1.000.000, Hoheit. In Gold. Hoheit, es tut mir leid, ein weiteres herzzerreißendes, sentimentales und tiefergreifendes Gedicht zu unterbrechen. Ich komme in eher unwichtigen Staatsangelegenheiten. Seht ihr, er ist in seiner Traumwelt. Geht ruhig und nehmt ein zweites Essen ein. Oder zählt euer Vermögen, was auch immer. Und lasst mich mit ihm fertig werden. Ja? Wie ich soeben sagte, Hoheit. Ihr habt etwas zu mir gesagt? Es war folgendes, Hoheit. Ich sagte, dass der Baron euch eine runde 1.000.000 Gulden in Gold für den königlichen Wald bietet. Oh. Verkaufen wir ihn denn? Ihr hattet doch euer Einverständnis erklärt. Ich meine prinzipiell. Habe ich das? Ich kann mich nicht erinnern. Wieso? Der Wald ist doch wunderschön. Aber völlig wertlos für die Staatskasse, eure Hoheit.
Findet ihr etwa, dass Schönheit keinen Wert hat, Kanzler? Ja, genau, Hoheit. Aber ich reite gern im Wald. Nun, es wäre natürlich unsere Verkaufsbedingung, dass ihr das auch weiterhin tun könnt. Ah. Eine 1 Million Gulden ist eine immense Summe, Hoheit. Das würde euch ermöglichen, etwas ganz Großes zu tun, etwas noch nie Dagewesenes. Ich würde sagen, etwas Einzigartiges. Und was meinen Sie damit? Die Senkung der Steuern, Hoheit. Oh, ich denke, das würde mich sehr beliebt machen. Beliebt? Ihr würdet in die Geschichte eingehen als der beste und weiseste Monarch aller Zeiten. Glaubt ihr das wirklich? Ich garantiere es euch. Von mir aus einverstanden. Eine staatsmännische Entscheidung, Hoheit. Hm? 30%, 300.000 in Gold selbstverständlich. Der Preis ist zu hoch. Aber ganz und gar nicht. Ich bin dabei noch großzügig. Was? Verehrtester, normalerweise wäre mein Anteil doppelt so hoch. Aber meine Gedanken sind auch noch bei zukünftigen Geschäften. Der Prinz besitzt auch noch Kohlengruben, die Seen und Flüsse, sowie Strände und Häfen, selbst die Kathedrale. Denk nur mal an das Bronzedach und seinen ungeheuren Metallwert. Für euch steht's 30%? Überaus günstig. Ich nehme an, dass Sie vorhaben, jeden einzelnen Baum zu fällen. Ja, das stimmt. Ich schätze den Wert des Holzes auf 5 Millionen. Das ist noch vorsichtig gehalten. Aber es steht euch frei, darüber zu entscheiden. Und wenn ihr die Bedingungen inakzeptabel findet, kann ich dem Prinzen natürlich raten, einen anderen Käufer zu suchen. Nein. Ihr seid einverstanden. Unter einer Bedingung. Ihr verkündet die Proklamation noch heute, in der Öffentlichkeit. Und zwar draußen auf dem Fest, ja? Ich bin einverstanden. Wir wollen sie feiern, 7 Tage lang, weil sie so schön sind und so gut. Da oben die Lohn, 7 Tage lang, von denen kriegen wir die Kuchen. Vom Fleisch, vom Brot, vom guten Wein, wollen sie das Fest. Braucht ihr mich noch, Herr Graf? Nein, geh und amüsier dich. Wünsch unseren Freunden Holzkohl und Brennern viel Glück. Danke. Wir singen gern auf unser Land. Wir wollen hier tanzen, 7 Tage lang, weil so wie die uns haben wir sie gern. Kommt, singt und springt, so hoch ihr könnt. Um die Jungen zu loben, 7 Tage lang, jetzt könnt ihr uns mal tanzen sehen. Singt und springt, so hoch ihr könnt. Wie um zu loben, 7 Tage lang. Oh, Schwester, ich bin so nervös, ich glaube, ich werde noch ohnmächtig. Warte damit, bis du in die Arme des Prinzen fallen kannst. Katja ist soweit. Wer ist die Kleine da? Ella? Sie ist unsere Küchenmagd. Küchenfee, interessant. Ich glaube, ihre Mutter war die Tochter eines Köhlers oder Bauerns. Bauernstand? Na, das ist doch umso besser. Mein lieber Graf, es ist doch der Bischof, den ich da höre. Ja, so ist es. Wie geht es euch denn, mein alter Freund? Es könnte mir schlechter gehen. Und euch? Graf! Oh. Ist das der Kanzler? Ja. Das ist in der Tat so, Graf. Meine Verehrung, Herr Bischof. Herr Kanzler? Wir sehen euch heutzutage am Hof so selten unter uns, Graf. Ein weiser Mann geht nicht dorthin, wo er nicht willkommen ist. Ihr habt wirklich seltsame Einfälle, nicht willkommen. Welch ein Unsinn. Ich hoffe, wir werden euch viel öfter sehen. Sehr oft. Ist er weg? Ja.
das wirklich? Sie ist äußerst empfindlich. Und diese Grazie. Ah ja, eigenartige Grazie. Because that will never do, oh no, it just won't do. She could never make you a woman. Don't lose your heart. Remember where you come from. Don't lose your head. Somewhere in red. Ella! Ella! Ja, Süßchen? Wohin guckst du denn die ganze Zeit? Ah. Findest du ihn hübsch? Was möchtest du? Also doch. Kannst du uns vielleicht mit den Kostümen helfen? Natürlich. Meine Liebe, du warst wunderbar. Nein, das war ich überhaupt nicht. Ich musste die ganze Zeit meine Perücke festhalten, sonst wäre das Ding noch runtergeflogen. Das ist alles deine Schuld. Ich habe dir gesagt, dass sie nicht richtig festsitzt. Wer weiß, was der Prinz jetzt von mir denkt. Er hat überhaupt nicht hingesehen. Er hat überhaupt nicht hingesehen? Oh! Ich meine, er hat nicht deine Perücke angesehen. Er hat nach was ganz anderem geguckt. Nach dem Rest von dir. Oh. Eine Proklamation im Namen seiner königlichen Hoheit, des Prinzen! Eine Proklamation? Hat irgendwas mit dem Wald zu tun? Lang lebe der Prinz! Lang lebe der Prinz! Hiermit wird verkündet, dass der königliche Wald, einschließlich aller Rechte zum Fällen der Bäume, zum Weiden der Tiere, zum Jagen und Fische fangen, sowie aller Rechte und Privilegien, die per Gesetz bestehen, unwiderruflich verkauft wird. Sobald die königliche Schatzkammer den Verkaufserlös quittiert hat, werden die Steuern auf folgende Güter aufgehoben. Als erstes Seide, feines Leinen, Handschuhe, und zwar französische, Spitze, Wachskerzen, Wein und Brandy. Das gleiche gilt für Wollkleidung, Holzschuhe, Feuerholz, Teigkerzen, Salz, Wurzelgemüse, Zitre und Bier. Steht auf und winkt dem Volk. Unglaublich. Thomas, bring mich nach Hause. The part that you play.
You've been sheltered all your life. You need to weep to life to fight. Don't sell your mind for one quick shot. You'll take all salt and all regret. Wake up, dreamer, look and see. Welcome to reality, where people work for everything, where no one owns a ruby ring. Where life is tough and hard and deep, where life's rewards are fantasy. Where love and honor keep us strong. We're here for you, you could be on. Just take the mirror, hold up high. Look at yourself straight in the eye. The moment of truth has finally arrived. Doch, das ist ein Attentat! Ja, wir haben den Prinzen getötet! In den Kerker mit ihm! Ihr könnt keine Kinder verhaften! Alle einsperren! Sie ist wie vom Erdboden verschwunden. Was meint ihr damit? Wir nehmen an, dass sie nach dem versuchten Attentat einfach in den Wald geflohen ist. Aber wir was gehen denn davon ein aus. Es war ein Unfall. Es sollte lediglich wie ein Unfall aussehen, Euer Hoheit. Ich habe hier die Verkaufsurkunde für den Wald. Ich habe keine Zeit. Aber ich. Oh.
Nehmt zwei unserer besten Männer. Gitterstäbe durch. Ich warte unten mit einem Seil. Er wartet auf uns. Der Prinz lässt überall nach dir suchen. Er weiß nicht, dass wir hier sind. Sie haben es ihm verheimlicht. Katja, Katja! Was wollt ihr von uns, Vater? Wir sind beschäftigt, wir haben keine Zeit. Wo ist Ella? Woher sollen wir denn wissen, wo sie schon wieder steckt? Dank der Art, wie ihr sie verzogen habt, Vater, kommt und geht sie, wann es ihr gefällt. Ich muss gehen. Ich habe eine Verabredung im Palast. Sie lügt. Also wirklich, Vater! In meinem Haus lüge ich alle an! Warum? Wo ist Ella? Einen guten Tag wünsche ich. Auch euch einen guten Tag. Hoheit. Du weißt, wer ich bin? Ich habe euch bei eurer Krönung zugejubelt. Es tut mir leid, dass ich Hoheit hier nur als Einziger begrüßen kann. Möchtet ihr vielleicht eine kleine Erfrischung? Es ist sehr freundlich, aber nein, danke, ich muss weiter. Seid ihr sicher, dass ihr nichts zu euch nehmen wollt? Oder eure Männer? Welche Männer? Die dort drüben, zwischen den Bäumen. Sie haben sich gut versteckt, aber meine Augen sehen wie die eines Luchses. Ihr da drüben, zeigt euch! Kraft sein! Oh. Oh. Oh.
Hunger. Er kommt. Es ist hoffnungslos. Oh, halt doch die Klappe, Kurt. Ist doch so, wir werden die ganze Nacht brauchen. Ich fürchte, dass er recht hat. Erzähl mir nicht, dass du auch keinen Ausweg siehst. Ich glaube nicht, dass wir damit hier jemals rauskommen. Aber... damit schaffen wir es vielleicht. Mit der Kohle? Schwarz? Nachtkohle? Wie? Teig. Und wollt ihr wirklich alle diese Steuern abschaffen? Aber natürlich. Ein Politiker muss doch seine Versprechen immer einhalten. Aber wie wollt ihr euer Budget wieder ausgleichen? Ach, wisst ihr, ich werde einfach wieder andere Steuern anheben. Auf Brot und Milch etwa. Und auf Fußbekleidung ja vielleicht. Und ein paar Feiertage abschaffen. Die Möglichkeiten dafür sind praktisch unbegrenzt. Das Zeug hier habe ich vom Gefängniswärter. Mit ein paar Änderungen hier und da wird es Katja passen wie angerissen. Wunderbar. Ihr müsst darüber hinaus noch ihr Gesicht mit Asche und Kohle färben. So ist es. Aber ob es funktioniert? Na, wie soll ich sagen? Sie ist natürlich nicht so hübsch wie Ella, aber sie ist nicht unattraktiv. Und es bleibt nicht sehr viel Zeit dafür. Der Prinz hat noch einen Monat für die Brautschau. Ist nicht wieder ein Ball heute Abend? Oh, ein Ball ist jeden Abend. So werden die Menschen von der Politik abgelenkt. Bitte sorgt dafür, dass er viel trinkt. Guter Einfall. Aber sie darf es nicht tun. Wachtel in das Peak, selbstverständlich. Ja, und dazu noch ein Dutzend Austern. Austern, ja. Brillante Idee. Wir müssen einfach Erfolg haben. Wisst ihr, ich kann es mir schon lebhaft vorstellen. Die Glocken werden läuten. Das treue Bauernvolk jubelt und wirft Blumen. Ich finde, dass eine Doppelhochzeit sehr romantisch ist, nicht wahr, Kanzler? Oh ja. Was? Der Prinz und Katja. Und ihr und ich. Ihr verehrt mich doch, oder etwa nicht? Ihr habt es gesagt, nicht wahr? Oh ja, sicher, Teuerste. Ihr seid absolut vollendet. Ich werfe mich euch zu Füßen. Aber. Eine königliche Hochzeit ist nun mal eine königliche Hochzeit und... Gott im Himmel, was ist? Ich vergaß das Heiratsgesetz. Aber was ist damit, Kanzler? Als Tochter eines Edelmanns ist Katja doch berechtigt, den Prinzen zu heiraten. Oh nein, 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 nicht Katja und der Prinz. Ihr und ich. Was meint ihr? Euer Vater war doch ein Edelmann, oder war es nicht? Ich würde sagen, nachher schon. Und... Ihr meint, dass er nicht als Edelmann geboren wurde? Ich muss euch gestehen, Verehrteste, dass er seine erreichte Position ausschließlich seinen Verdiensten verdankte. Verdiensten? Und was war euer Großvater? Er war Schnürsenkel-Einfädler bei einem Stiefelmacher. Stiefelmacher? Wartet. Und eure Mutter, wenn sie befragt war? Oh, also wie soll ich sagen? Nein. Erzählt mir nichts, sie war auch bei einem Stiefelmacher. Oh nein, wenn ihr wüsstet. Noch viel schrecklicher, sie war eine Gänseliese. Ihr seht also, Verehrteste, auch wenn ich noch so nach euch trachte... Wartet. Was? Ich hab die Lösung, aber natürlich ändert das Gesetz. Aber dann kann der Prinz jedes Mädchen heiraten, das ihm gefällt. Ella natürlich auch. Nein, ich fürchte, Teuerste, das... Nein. Was? Nein. Nein? Der Prinz wird Katja heiraten. Und danach ändern wir das Gesetz. Na, bin ich klug, Verehrteste? Bin ich brillant? Bin ich das? Ah, der Prinz ist wieder zurück. Ihr werdet zur Audienz befohlen. Unverzüglich. Oh, Gott sei Dank. Ich meine, ach du liebe Gott, Teuerste, ich muss fliegen. Die Staatsangelegenheiten, ja, ich liege euch zu Füßen. Hm.
Warum zum Teufel habt ihr Krapfstein befohlen, mir zu folgen? Zu eurem Schutz natürlich, Hoheit, nach diesem Anschlag auf euer Leben. Haltet ihr mich für einen kompletten Narren? Ich kann mich dazu unmöglich äußern, Hoheit. Warum nicht? Ich war ein Narr, aber jetzt nicht mehr. Der Verkauf des Waldes ist null und nichts. Was? Ihr habt richtig gehört. Ihr könnt eure Verkaufsurkunde nehmen und in Stücke reißen. Gut, das reicht. Ich hab jetzt genug. Ich quittiere meinen Dienst. Gut. Gut? Ist das vielleicht der Dank für 20 Jahre treue Dienst im Palast? Gut. Ich hätte es natürlich wissen müssen, selbstverständlich. Vertraue niemals einem Prinzen. Nun, Hoheit, ich glaube, ihr werdet euer Reich in gutem Zustand vorfinden. Der Hohe Rat behandelt im Moment eigentlich nur ein neues Gesetz von Bedeutung. Das Feiertagsgesetz für Neujahr und Weihnachten. Kein Verbot mehr für Arbeit, kleiner Ärger im Volk. Aber vermutlich versteht ihr von diesen Problemen auch ein wenig. Vielleicht nicht so viel wie ihr. In der Außenpolitik gibt es natürlich noch den alten Grenzzwist. Es ist mir bisher gelungen, das Schlimmste zu vermeiden. Krieg? Fragt mich nicht wie. Jahre der Erfahrung nehme ich an. Es darf keinen Krieg geben. Oh, einverstanden, aber es ist ein Pulverfass. Eine falsche Bewegung und... Wartet einen Moment. Jetzt nichts überhasten. Ihr dürft nichts überhasten, Hoheit. Mit Geduld, Fingerspitzengefühl, ansonsten... Nun, wenn das alles ist, dann nehme ich jetzt meinen Abschied. Nein, wartet. Erst müsst ihr die Situation bereinigen. Es tut mir unendlich leid, Hoheit, aber meine ganze politische Reputation hängt an diesem Waldverkauf. Wenn er aufgehoben wird, bleibt mir keine Alternative, als zu kündigen. Das ist eine Frage der Integrität. Aber die Holzkohlebrenner, was ist mit ihren Familien? Aber was soll denn damit sein? Der Baron wird sie doch bestimmt vertreiben, nicht wahr? Er wird sie vertreiben. Du lieber Himmel, Hoheit, warum glaubt ihr, kauft der Baron den Wald? Ich weiß es nicht. Um Geld zu verdienen, selbstverständlich. Er hat sogar die Absicht, die Kohleproduktion im ersten Jahr zu vervierfachen. Vertreiben. Er wird sie anbetteln, nicht wegzugehen. Zugestimmt, heute Nacht zu unterzeichnen. Ich glaube, wir haben genügend Zeugen. Was meint ihr? Unterzeichnet heute Abend.
Seht doch. Hoheit, bitte nicht unterzeichnen. Soll meine Liebste etwas tun, um mir zu schmeicheln? Noch um mich selbst, die Sorge will ich tragen. Doch meinem Schatz all meine Liebe schenken. Und werd das Augenmerk auf unsere Liebe lenken. Etwas zu verkünden. Dieses Mädchen wird meine Prinzessin sein. Ich fürchte, das ist unmöglich, Hoheit. Wie meint ihr das? Ich meine das Heiratsgesetz, Hoheit. Klausel 15, Absatz 3b. Ihr werdet feststellen, dass eure Auserkorene als Mitglied des Bauernstandes rechtlich nicht in die Lage gesetzt ist, eine Person von königlichem Blut zu ehelichen. So ist das Gesetz, Hoheit. Sie ist nicht befugt. Ist das wirklich wahr? So lautet das Gesetz, Eure Hoheit. Unglücklicherweise, Hoheit. Einverstanden. Ich verzichte auf den Thron. Es ihm sagen, sofort. Ihr dürft nicht auf den Thron verzichten. Ella, es ist nicht wichtig. Wenn ihr es tut, dann wird es das Ende des Waldes sein. Das wisst ihr genau. Ihr müsst Katja zur Frau nehmen. Das kann ich nicht. Ich könnte es nie. Mein Liebster,
Es ist der einzige Ausweg. Ella! Ella! Hochheit, ich habe mich entschlossen, mein großes Geheimnis zu lüften. Ella ist meine Tochter, auch wenn sie im Wald geboren ist. Ich habe ihre Mutter und ihn dort heimlich getraut, Eure Hoheit. Wunderbar! Ich ernenne euch hiermit zum Kanzler meines Reiches. Eure erste Amtshandlung wird darin bestehen, die Machenschaften des früheren Kanzlers zu durchleuchten. Wie Eure Hoheit befehlen. Im Besonderen seine finanziellen Aktivitäten. Das wird keine Pflicht sein, Hoheit, sondern ein Vergnügen. Nur keine Angst, er ist ja blind. Verehrteste, in einem Moment der geistigen Umnachtung ging ich zu lose mit der Wahrheit um. Mein Vater war doch ein Edelmann, also bin ich berechtigt, euch zu heiraten. Würdet ihr mir die unschätzbare Ehre erweisen und meinen Fuß zur Verehelichung ergreifen? Ich meine meine Hand. Was? Bitte heiratet mich. Und ich werde dem Kanzler ein guter Berater und Schwiegersohn sein. Wie könnt ihr es wagen? Ihr seid der letzte Mann auf der Welt, den ich heiraten würde. Ich akzeptiere euren Gebot im Namen meiner Tochter. Was? Ihr könnt mich nicht zwingen, ihn zu heiraten, Vater. Oh doch, das kann ich. Klausel 53, Absatz 12 des bestehenden Heiratsgesetzes ist unmissverständlich in dieser Frage. Töchter höherer Herkunft sind verpflichtet, den Mann zu ehelichen, auf den die Wahl ihres Vaters fällt. Vater, hat euch mein Glück wirklich jemals etwas bedeutet? Mein lieber Nadja, ihr seid wie füreinander gemacht. Und was wird mit mir? Dann will ich den Kraftstein heiraten. War gerettet. Ella und ihr Prinz regierten mit Klugheit und Weitsicht. Etwas hatten sie von den Köhlern gelernt. Die Natur in ihrer Schönheit ist uns nur geliehen und anvertraut, um sie zu bewahren. And she danced away into my life.